Los. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia mit den vier bescheuerten Leuten. Die eine bringt den anderen um. Der andere macht das Spiel auch und alle fliehen. Ich hab gar nicht gemacht! Gar nicht! Nur eine Buche gelegt. Eine Buche. Oh Mann. Oh, christlich. Okay. Kannst du den ach, alle bereit. Ja, sofort, ich bin auch gleich bereit. Ich kann nicht mehr, ich hab so Bauchschmerzen vom Lachen. Oh. Hm? Oh, scheiße, Ray weint. Muss doch mal eben hin. Oh, Karin, wenn wir jetzt hier dieses Pentagramm da finden, ne? Du stellst dich rein, ich mach's an. Ja, nein, das Pentagramm funktioniert anders. Aber werden alle sofort gejagt. Das habe ich gelernt. Aber ist mir egal. Hauptsache du bist ihr beide habt mich ganz fürchterlich doll. Das ist normal. Wie heißt der Geist eigentlich? Christopher Bailey. Wir sind nicht sicher, ob dieser Geist jedem oder nur einzelne Person antwortet. Ach du Scheiße. Misa? Ist Misa rausgeflogen? Ich habe leider kein Thermometer, ich kann leider nicht gucken. Oh, vielleicht hilft mir das ja. So. Seid ihr noch da? Hallo? Garageneis. Hallo? Leute? Leute?
Ach, bist du auch wieder da? Ich hab die ganze Zeit gefunkt, habt ihr mich nicht gehört? Nee, du bist ganz, ganz leise. Okay. Habt ihr was rausgefunden? Nö, außer dass wir eine Voodoo-Puppe gefunden haben. Oh nein. Ich weiß aber nicht, was man damit machen kann. Angeblich soll man sie ja, wenn man sie wegwirft oder so, soll sie ja hinlaufen, wo der Geist ist. Aha. Oh, Räucherstäbchen. Juhu. Ein Orb kann ich jetzt noch nicht sehen. Ach, ich hab meine Taschenlampe. Ich hab vergessen, Taschenlampe, genau. Ja, Leute, sorry, dass ihr nichts gehört habt. Ich musste meinen Sohn leider ins Bett bringen. Wo denn? Wo ist der Geist? Junge! Was ist? Du kannst doch nicht so mit dem Geräusch einfach aus dem Nichts machen. Ich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh! Pass auf meine Voodoo-Kartoffel auf! Ist hier der Geist? Voodoo-Kartoffel, oh. Du lässt die Tür auf. Ich hab gar nichts gemacht. Ist hier der Geist oder eher hier in der Garage? Weiß ich nicht. Ja, wer hat denn hier das Buch hingelegt? Ich gerade eben. Bei Form war noch eine Garage. Aber ich gehe wieder raus. Einmal Drogen genommen. Ich habe geräuchert, ich weiß nur nicht, ob ich richtig geräuchert habe. Nee. Muss während der Jagd. Geräuchert werden muss während der Jagd. Och man. Ach, wegen einer. Oh. Kein Orb. Das heißt, wir müssen jetzt mal Fingerabdrücke gucken. Man sollte auch erst lesen. Irgendjemand hat die Voodoo-Puppe schon aktiviert. Warum? Kannst du mich aktivieren? Ja, ich hab die da reingeworfen. Und? Ja. Ja, ich konnte ja nichts mehr machen. Die wurde ja schon aktiviert. Oh, nein. Was ist? Der erste Strich ist drin. Was ist der erste Strich? Der erste Strich. Okay. Du kannst ihn damit zwingen, was zu machen. Und das Problem ist, wenn eine Nadel reingeht, passiert mit dir auch was. Oh. Ja, toll. Ja, ist doch gut. Ein Foto gemacht. Bin ich der Verwirrung und so. Danke, du Arsch. Wir haben nichts rausgefunden. Da benutze ich einfach die Voodoo-Puppe bis zum Ende. Na ja, toll. Und dann ist das Ding daueraggressiv, oder was? Nee. Ach. Wenn ihr alle sterbt und ich nicht beider weiß, dann kann mich der Geist auch töten.
Ich gehe doch eh immer drauf. Ja, Leute. Doch. Jetzt erwischt du. Naja, du hast mich eben einfach nur umgebracht. Das war einfach ohne Sinn. Dafür kann ich ja nichts. Wo soll ich wissen, was das Scheißding kann? Ja, aber probier das, wenn ich nicht da bin, ey. Nein. Wir müssen es dann probieren, wenn alle da sind. Komm jetzt die Scheißbilder an. Schreibe etwas ins Buch, bitte. Ja, aber warte, bis ich weg bin. Da ist eine Wasserwaage. Er hat jetzt eine totale Angst. Hier ist aber nix. Nee, hier ist nix. Es ist kein Orb. Nein! Mann, vorbei. Will noch am Leben? Nee, irgendjemand erwischt mich nicht. Kairin? Hallo? Ich bin noch da. Mini Spooky. Hallo. Hi. Ja, der Geist hat hier gerade eine Tasse umgeworfen. Deswegen habe ich gerade so geguckt. Ach so. Aber der kann aber auch flitzen, ey. Der hat zwei getötet. Ja, mich und einmal dich. Ist da noch einer tot? Nee. Hä? Da fand ich hier eine Decke. Ja, da liegt die schon die ganze Zeit. Okay. Aber, ich glaube, der EMF-Reader ist ausgeschlagen. Ich bin der Meinung, der war auf 5. Junge, der war auch schnell. Mhm. Was sagt? Ich glaube, das ist eine gute Idee, sie wird ganz schön gleich sterben. Ja, einfach positiv denken, ne? Und. Dafür bin ich nicht schuld. Nimm die Voodoo-Puppe, Bianca. Nimm die Voodoo-Puppe. Na toll. Verdient. Ich bin immer weg. Einfach vorsichtig sein, dann wird das schon. Hallo! Das wäre wie geschnitten Brot. Du wolltest genau dahin, wo ich auch gestorben bin. Nee, kann ich nicht mehr. Bibi kriegt Panik. Sehr, sehr aggressiv. Sehr, sehr aggressiv. Was ist denn sehr, sehr aggressiv? Die soll jetzt einfach die Voodoo-Puppe nehmen und dann Attacke. Schwächen. Auf einmal werfen, wenn sie spielen, bevor sie angreift. Hä? Was wollte sie? Hohe Geschwindigkeit, sich zu bewegen. Dunkelheit am stärksten. Ah, Panum aktivieren, gestoppt. Neffenkitzel der Jagd zu genießen. Ist Dämon, scheißegal. Dämon. Ich hab sonst keine Ahnung, oder sind. Nee, ich glaube, das sind die Zwillinge. Die Zwillinge waren das mit denen. Mit den echt fiesen Angriffen. Nachahmen, sie wechseln die Angriffe ab, um ihre Beute zu verlieren. Jeder der beiden Zwillinge kann verärgert werden und einen Angriff auf seine Beute starten. Interagieren oft gleichzeitig mit der Umgebung. Ja. Ich nehme dann mal die Zwillinge, ne? Tö. Sind sie. Du lässt auch überhaupt keine Zeit, ne? Auf. Ja. Ich habe jetzt Spirit genommen. Ich habe irgendwas genommen. Ist doch so alles out. Welcome back. Ach, ein Raichu. Das ist ein Pokémon. Raichu. Oh Gott. Alter Schwede. Meine Fresse, war der am Jagen. Alter Schwede. Ich geh doch da nicht wieder rein. Ja. Nee.
Tu mal lieber nichts dazu. Ey, ich mach mal Warte. Ich hab schon alles dazu getan. Wie viel Geld hast du denn noch? Ich hab null. Albtraum. Ja, gut. Darum will ich auch nichts, dass er. Ja, ne? Das wird ein ganz, ganz kurzer Auftritt. Ich guck mal nochmal. Wirst du beim ersten Moin schon tot gehen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles raus hab. Nein, jetzt hat er wieder alle reingemacht. Bin doch fertig. Alles gut. Starke Taschenlampen, habe ich voll viele. Da. Ich glaube aber, starke Taschenlampen sollten wir vielleicht mitnehmen, oder? Ja, yeah. Das ist vielleicht auch schon gar nicht mal verkehrt. Warte, ich pack welche rein. Da hast du genug, oder was? Ja. Nein, jetzt habe ich wieder auf alle gedrückt. Meine Fresse. Du hast mal richtig gesehen an der Lippe. Oh nein. Ich will nicht. Aber müssten wir nicht Minimum? Na, haben wir doch jetzt. Wir bleiben doch sowieso nicht lange am Leben. Ja, gut, so. Bereit. Ja, warte. Lass uns erstmal eine neue Folge anfangen. Ach so, ja. Okay, so. Leute. Das Spiel Albtraum gibt's in der nächsten Folge. Special-Folge. Eine Special-Folge nur für euch. Okay, ciao.